Habt ihr Spam mit der Kuschelei hier? Hey, entspann dich mal! Genau, sucht euch eine Freundin! Hey Leute, und kommt zurück zu Need for Speed Payback. Wir fangen heute mit der Wanna-Karriere an, aber erstmal verändern wir hier optisch den Audi. So, machen wir das mal dran. Sieht nämlich gut aus. Dann machen wir hier so eine etwas rundliche Spoilerlip dran. Ja, die Frontlaps, beziehungsweise Frontlightbleche, können wir so lassen. Die Reifen lassen wir mal so. Da packen wir das drauf. Machen wir das hier breiter? Ja, das sieht geil aus. Mit diesen Rillen an der Seite. Ja, das verdunkeln wir mal. Nummernschild. Wieder irgendwas Extravagantes. Aber erstmal hier Chan hinschreiben. So. Was machen wir denn hier draus? Machen wir das mal. Und kein Rahmen. So. Das können wir hier immer noch nicht ändern. Leider Gottes. Aber noch die Spiegel. Aber die lassen wir so. Scheinwerfer. Machen wir mal blau. Fenster sind nicht verfügbar. Und Spoiler können wir auch nicht dran machen. Aber ein Soundsystem. Gut, das ist ja hier so eine Art Undercover-Wagen. Deswegen wird der Wagen ganz schwarz gemacht. So. Gibt's auch noch. Jawohl. Das hier ist eher so matt. Aber sieht auch schon geil aus. Aber wir wollen es ja dunkel haben. Wir können es so schön chrom machen. Helligkeit runter. Metallisch. Komm, so Metallic ist geil. Jawohl. Das hier sieht doch nach schwarz aus. Lass mal das so. Änderung speichern. Ja komm, mach eine neue. Und dann können wir losstarten. Mensch, ich verdrück mich immer wieder. So, 3 Punkte sind wir noch höher, okay. Tunen wir erstmal den Wagen? Nee. Wir wollen es ja ein bisschen spannender gestalten. Na, komm, lenk ein. Boah. An solche langsamen Wagen bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Aber für was gibt's einen Nitro Boost? Und da vorne ist es schon. Neben den neuen Track-Rennen, was wir da haben. Triftzone.
driften jetzt hier nicht im Kreisverkehr. Okay. Gut, dann haben wir den Speed Trap halt doch nicht aktiviert. Und wir fahren im Gegenverkehr. Super, nee, doch nicht. So, zack und zack. Und da vorne ist es. Ja, das sollten wir schaffen. Gib Gas. Wer zur Hölle bist du? Miller, deine Fahrerin. Ramirez. Na dann, hallo Ramirez. Und da das jetzt geklärt ist, können wir auch losfahren. Erreiche ja, den Fluchtpunkt. Du die Cops abschütteln? Ich werde für eine Abholung bezahlt. Von Cops war niemals die Rede. Wir werden uns schon einig. Fahr einfach. Was immer du sagst. Okay. Dann schlagen wir uns mit den Cops rum. So, driften hier weiter. Na dann, Verfolgungsjagden kosten das Dreifache. Das Dreifache? Was? Du kriegst das Doppelte. Gut, ich fahr mal kurz ran. Warte, okay, das Dreifache. Fahr einfach weiter. Ja, wenn ich mein Geld nicht bekomme. Ach, ich fahr mal rechts ran. Okay, 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 du kriegst dein Geld. Ja, geht doch. 6 Kilometer, alles klar. Es geht doch nichts über Verfolgungsjagden, ha? Du genießt das? Du etwa nicht? Ich dachte, du wärst ein Profi. Willst du fahren? Nein? Dachte ich mir. Mir gefällt die Jess. Und ihren Humor. Mensch. Der Polizist muss doch langsam mal down sein hier. Ist es hier jetzt eine Kolonnenfahrt? Begleitet ihr mich? Bin ich der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? Was zum Teufel soll das? So, hier geht's weiter. Es kann echt schon verwirrend sein, wenn man hin und her geschubst wird wie ein Ping-Pong-Ball. Der hat sich schön gedreht. Ich weiß nicht, was sie in dir sieht. Dir geht's nur um den Kick. Keine Ahnung, wer sie ist. Ernsthaft? Ich werde bezahlt, der Rest ist mir egal. Ich will auch wissen, wer sie ist. Habt ihr Spät mit der Kuschelei hier? Hey, entspann dich mal! Genau, sucht euch eine Freundin. Kommt ihr mal? Ich glaube, ihr seid fast down da hinten. Da blinkt schon was rot und weiß. Oh, da ist ein Chip. Toll. Den können wir nicht einsammeln. Nein, wir müssen hier weg. Da. Ah! Sorry, Chip, aber wir müssen weiter. Obwohl, ich merke mir, wo der ist. Und dann sammeln wir den gleich ein. Wie lautet Ihre aktuelle Position? In nördlicher Richtung durch Liberty Desert. Okay, verstanden, Adam 6. An alle Einheiten. Die Highway Patrol hat vor dem... Geschafft. Hoffentlich spawnen wir jetzt auch hier. Weil sonst wär's scheiße. Die.
Ach nö. Toll, da können wir den Chip ja nicht einsammeln. Och, Mann. Weg? Oh, Gott sei Dank. Kannst du mich zum Unterschlupf fahren? Oder kostet das auch extra? Nein, das kriegst du umsonst. Wie lange machst du das schon? Seit meinem 19. Geburtstag. Also schon immer. Sieht ganz so aus. Wenigstens etwas kriegt er Was umsonst. wollen diese Cops eigentlich von dir? Das Haus hat mich enttarnt und verraten. Du wurdest ins Haus eingeschleust? Du solltest echt mal mit meinem Boss reden. Muss ich Wie das? wird ein Mädchen wie du Fluchtwagenfahrerin? Ich habe mir einen Streifenwagen ausgeborgt, als ich 19 wurde. Oh, und dann? Dann hatte ich irgendwann 20 Cops im Nacken. Und meine Zeit an der Academy war vorbei. Du warst ein Cop? Ja, ich wollte rebellieren. Und du bist irre. Sagt der Typ, der das Haus hintergangen hat. Das ist was anderes. Das ist total was anderes. Das ist nicht zu vergleichen. Ganz und gar nicht. So, wir sind gleich da bei dir. Da ist es schon. Und da wären wir. Gut. Das war lustig. Erste Quest abgeschlossen. Ramirez hat mir viel über dich erzählt. Und nicht nur Schlechtes. Oh, du bist also meine mysteriöse Gönnerin. Ich wüsste einen Weg, dich zu beweisen. Interessiert? Ich schätze, Marcus Weir hat uns nicht ohne Grund zusammengebracht. Möglich. Ich schicke dir die Info. Okay. Und ich versuche hier noch einen Stern zu machen. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Aber sieht nicht so aus. Nö, warum auch? Na gut. Und ich verdrück mich immer wieder. Oh. Toll, wir müssen den Juna mal aufsuchen. Auch wenn es so zwei Leistungspunkte Unterschied sind, riskiere ich es trotzdem nicht. Gut, drehen wir mal den Kopf. Mal schauen, was wir rausbekommen. Ja, komm. Jetzt brauchen wir jetzt noch alles andere. Haben wir gerade so genug Teile-Token? Aus. Wenn das Teil noch ein paar Level höher wäre, wäre es glaube ich mega geil. Beziehungsweise mega gut. Oh, Getriebe noch. So. Alle Teile ausgetauscht. Und wir sind bei 220 angelangt. Gut, dann auf zur nächsten Mission. Da ist eine Plakatwand. Wie
Jetzt geht der Wagen ab. Jetzt schnurrt er wie eine Katze. Mal schauen, ob wir ein anderes Lied bekommen. Was mir gefällt, so halbwegs. Nö. Das auch nicht. Das auch nicht. Okay, lassen wir das halt mal drauf, das Lied. Weil wir sind jetzt sowieso da. km/h. Könnte knapp werden, aber müsste schaffbar sein. Okay, Partytime! Los geht's! Das ist der falsche Wagen, Miss. Wohl kaum, Jessica Miller. Und gib Gas, wir haben's nämlich eilig. Oh, ganz was Neues. Nimm keine direkte Route, wir müssen sie von der Spur abbringen. Alles klar. Wen müssen wir von der Spur abbringen? Polizisten? Hast du etwa einen Club geklaut? Oder dich gesprügelt? Weiter so, Süße! Alter, die ist doch bestimmt Hacke. Okay, gibt's einen Grund für die Eile? Meine Freundinnen glauben, ich pudere mir im Bart die Nase. Aber ich habe einem der Leutnants das Handy geklaut. Das Haus schon wieder, die Kerle sind echt überall. Irgendwas läuft da. Seit dieser Konvoi gekapert wurde, liegen die Nerven blank. Aha, eine Diebin. Haltet den Dieb! Hey, Baby! Wie geht's, Süße? Aha. Dauert nur noch einen Moment. Bis gleich, Biere. Wer war das? Eine Freundin von dir? Nicht doch. Die Tussi ist total nervig. Ein Grund mehr, diese Tarnung aufzugeben. Wir liegen gut in der Zeit, Miller. Drück weiter drauf. Aha. Ich gebe ja schon Gummi. Du sagtest, da läuft irgendwas. Was meinst du damit? Die Rennen sind nur ein Teil des Geschäfts. Das Haus hat irgendwas Größeres vor. Du meinst die Casinos? Unter anderem, ja. Erzähl uns mehr. Hau raus, hau die Fakten auf den Tisch. Kann man schön rumdriften. Du bist schnell. Kann ich dich anrufen, wenn ich mal wieder zum Flughafen muss? Nein. Wenn das Geld stimmt? Gut gemacht, Miller. Dankeschön. So, wir sind da. Du bist so crazy, Miller. Wow, 253. Alles klar. Wir nehmen die. Naja, aber PS minus 1, ja gut, das kann man ja noch verkraften. So, bitteschön. Rock on, Babe! Und fertig. Oh, Basislieferung. Oh yeah. Neue Teile-Token für uns. Und goldener Qualm. Cool. Also, ich schätze, euer Konvoi-Job für Weir war nicht nur Glück. Ich habe bald noch einen Auftrag für dich, Miller. Du hörst von mir. Hey, Jess. Wie läuft der Job? Keine Ahnung, was abgeht, aber ich steck knietief in irgendwelchem Spionagemist. Wow, wirklich? Cool. Willst du nicht lieber aussteigen? Das klingt gefährlich. Nö, es ist besser, als Bankräuber rumzukutschieren. Ich mach weiter. Außerdem verdiene ich gut. Und wir machen jetzt noch die eine Mission hier. Und dann ist der Part für heute auch schon wieder vorbei.
Und ich möchte Musik haben. Und kein Fotomodus. Driftzone, keine Lust. Ich pick up. Oh, den Speedrun hätte ich mitnehmen können. Aber wir fahren hier noch oft genug lang, könnte ich wetten. Und da sind wir. Miller, ich brauche dich für einen wichtigen Kurierjob. Du musst ein paar Dinge für mich abholen. Check dein GPS. Ich hoffe, es geht nicht um deine Einkäufe. Reicht mir der Sprungdauer? Nehmen wir auch mal an. Kurier, erreiche alle Ziele, bevor die Zeit abläuft. Jedes erreichte Ziel bringt dir zusätzlich Zeit. Das sind eine Menge Stops. Wohin soll ich zuerst? Das überlasse ich dir. Wir müssen hier systematisch rangehen. Ich würde sagen, wir fahren erst dahin. Dann hierhin, dann hierhin und dann hierhin oder so in der Art. Hauptsache, du bist schnell. Könnte so klappen, wie ich das vorhabe, hoffe ich mal. Aber wir werden es ja sehen, ob es gut umsetzbar ist, dieser Plan. Du hast was für mich? Mensch, die reden aber auch gar nichts. Der Anfang ist gemacht. Was ist das? Eine Audioaufnahme? Mal sehen, was da drauf ist. Wir haben beim Rennen gestern Abend richtig abkassiert. Das müsste nach Tyler Morgens Aktion sein Ende sein. Gut, dann ist Zeit zu expandieren. Was sagen die anderen hier? Das ist Lina Navarro. Die Hazard Company und der 1% Club sind dabei. Und die Silver Six verweigern ein Treffen. Klärt das. Packet ihrem Boss das Auto ab. Navarro manipuliert immer mehr Rennen. Und das nicht mehr nur in der Stadt. Schönes Wetter heute, hm? So, was ist näher dran? Das oder das? Das hier. Das hätten wir. Noch eine Sprachaufnahme? Oder was ist das jetzt? Jess? Ist das nix? Schade. Ich hab mehr erhofft. Ah! Na los, gib schon her. Und jetzt noch das letzte. Ich muss den nächsten Ort finden. Das schaffen wir locker, würde ich sagen. Tut mir leid, Sir. Der Boss empfängt niemanden. Lass den Quatsch, ja. Der Kollektor erwartet mich. Ist das Ramirez? Die Pläne haben sich geändert. Er hat wichtigen Besuch. Besuch? Wen? Ein VIP aus Übersee. Sorry, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ein VIP. Könnte interessant sein. Und da sind wir da. Ihr Typen redet nicht sonderlich viel, was? Und geschafft. Okay, das ist der letzte. Ich frag mich zwar, wo man da springen könnte, aber nun gut. Die Mitte. Nein, das tauschen wir um. Miller, hast du die Aufnahmen? Ja. Gut, treffen wir uns.
Okay. Ich muss mir die letzte Aufnahme anhören, bevor ich sie abgebe. Sicher, dass er es war? Ich dachte, er hätte wirklich kapiert, was sein Werkstattbrand bedeutet. Vertrau mir einfach. Morgan hat die Kleine vom Graveyard Shift besiegt. Und sein Freund McAllister macht sich ebenfalls einen Namen. McAllister ist wieder da? Verdammt nochmal! Morgan baut sich den Krieg für den Rush auf. Ich wusste es. Wie sieht's aus? Ich überleg mir was. Oh, das wird die Jungs bestimmt brennend interessieren. Sie hat irgendwas vor. Aber wir werden es vereiteln. Hallo Ramirez, hier sind die Aufnahmen. Wie viele Cops musstest du ausschalten, um sie zu kriegen? Keinen. Es war total langweilig. Wir sehen uns, Miller. Und da ist es geschafft. Gut, dann haben wir fürs nächste Mal noch 2 Missionen. Aber erstmal kümmern wir uns wieder um die anderen. Miller? Dieser Kurierjob war gute Arbeit. Bereit für was Neues? Zuerst will ich ein paar Antworten. Im Moment zählt nur eine Frage. Willst du das Haus zu Fall bringen? Noch ein Job. Dann treffen wir uns. Ich schick dir die Infos. Das machen wir aber irgendwann später weiter. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt bitte doch einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.